Wunderschönen guten Abend, werte Freunde der Expertenrunde. Wir machen eine neue Expertenrunde. Halt den Mund, das ist meine Ansage. Nein, du hast gesagt, wir kommen zu einer neuen und dann sollten wir schreien Expertenrunde. Ja, aber ich hab's mir anders überlegt. Ich habe aber kein Meeting davon, kein. Hallo, willkommen zur Expertenrunde. Okay, Expertenrunde. Wir reden über ein Thema, das Ricky eingefallen ist, also dafür ein geiler Typ. Ricky, okay, auf jeden Fall, das Thema ist, was Ricky denn, soll raus aus der Expertenrunde, so weiter geht's, ja. Was ist denn unserer Meinung nach die beste Konsole, beziehungsweise man könnte, glaube ich, eher sagen, unsere Lieblingskonsole. Wer möchte anfangen? Wollo. Ich darf anfangen. Der Wollo, der war sich sicher, der ist vorhin noch kurz aufs Klo rübergeschlendert, hat gesagt, er macht sich noch ein paar Gedanken darüber. Ja, natürlich. Erzähl doch mal. So, meine Lieblingskonsole, wer mich kennt, der weiß es, es ist die Sega Dreamcast. Und damit halte ich auch die Fahne der Dreamcast, der ehemaligen Dreamcast-Besitzer hoch. Denn man weiß ja, wer eine Dreamcast hatte, für den ist das die beste Konsole. Ist halt so. Echt so. Es ist halt wirklich so. Das hat aber auch Gründe, die möchte ich kurz erläutern. Warum ist das die beste Konsole für einen? Da muss man ein bisschen eine Zeitreise. Begeben wir uns auf eine Zeitreise ins Jahre 1996. Geil, zu Zeiten, war ich 3 Jahre alt. Ja. Ich war ein Jahr alt. zu Zeiten, als Sony und Nintendo den Markt kontrollierten mit der PlayStation 1 und dem Nintendo 64. Da gab es dann eine Konsole, die einfach herausstach mit ihrer Power, ihrer Macht. Das war die Überlegenheit. Das war die Dreamcast. Die hatte schon PlayStation 2 Grafik zu Zeiten, wo andere noch auf dem N64 ihre Kindergartenspiele gespielt haben. So, das muss man halt ganz klar merken. Und das war noch damals noch eine Zeit, so Nintendo 64 und so, da war noch Grafik alles. Heutzutage habe ich eher so das Gefühl, wenn man so denkt, ja gut, PS4 hat halt schöne Grafik, meine Güte, ist mir doch egal. Das interessiert doch eigentlich keinen mehr, es oder? Es geht nur noch um die Framerate, Alter. Richtig, richtig. Und zu Dreamcast-Zeiten war halt noch, da war das so, boah, wie krass ist das denn? So es sah halt aber auch echt um Längen besser aus, ja. Muss man sagen. Zum Beispiel, damit Leute jetzt einen besseren Vergleich haben. Wir haben über Sonic Adventure 2 vor kurzem geredet. Gut, es war ein HD-Port, aber Sonic Adventure 2 zum Beispiel kam ja auch zuerst auf den Dreamcast raus. Und richtig. Das ist ein Dreamcast-Spiel. Zu Zeiten, wo N64 und PlayStation 1 noch am Start waren. Und ja. Wir denken jetzt, wir stellen uns jetzt einfach mal, wir machen die Augen kurz zu. Dann kommen wir auch wieder zur gestrigen Expertenrunde. Und wir sehen Cloud vor uns, wie er im Kampf steht. 8 Polygone. Oder Mario, dieses klumpige Etwas. Ja, und dann sehen wir Sonic! Kann man theoretisch auch als Vergleich setzen. Dreamcast Super Smash Bros. 1 fürs N64 gegen ein Sonic Adventure 2. Das ist so der Unterschied in dieser Generation. Das war halt krass. Und die Dreamcast hat auch noch ganz viele andere Sachen sehr gut gemacht. Sie war die erste Konsole, die online gehen konnte. Nein, das stimmt nicht. Ja gut, okay, sie war die erste Konsole in Europa, die online gehen konnte. Auch da habe ich meine Zweifel, aber es war die auch wirklich online gehen konnte. Wirklich online gehen konnte, mit der man ins Internet konnte und nicht einfach nur irgendwo Spiele runterziehen konnte. Ach so, ja. Ne? Man konnte wirklich ins Internet und Pornos gucken. So, das war nämlich das Krasse. Ja, und Online-Gaming ging auch auf der Dreamcast. Glaubst du, es gab Viren für die Dreamcast? Ich glaube nicht. Das war so relevant war sie dann wieder nicht. Ich weiß zumindest, wofür es Viren gibt. Was sie auch einführte, war der 60-Hertz-Modus. Heute undenkbar, dass ein Spiel nicht in 60 Hertz läuft. Was bringt das eigentlich? 60 Hertz, Ricky, das war da liefen noch die Spiele, eine Zeitreise. Da liefen die Spiele so, wie sie laufen sollten, vom Entwickler gedacht. Wir hatten ja PAL-Standards. Ja. Und deswegen liefen die meisten Spiele bei uns mit 25 Bildern anstatt mit 30. Und die Dreamcast hatte das dann geändert. Da konnten wir die Spiele auch mit 30 Bildern genießen. Das war der Wahnsinn. Deswegen konnte ich auf der GameCube damals einstellen, bei Sonic Adventure 2 zwischen 60 und zwischen 50. Genau. Das konnte man bei allen GameCube spielen. Das ist übrigens auch eine Sache. Wenn ich bei 50 gemacht hätte. Was? Und wenn ich auf 50 gemacht hätte, hätte ich so gesehen die PAL-Version gehabt. Ja. Ja. Okay. Aber es haben auch noch nicht alle Fernseher damals 60 Hertz unterstützt. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich da Metroid Prime 2, das ging nur in 60 Hertz. Und dann hatten wir so einen Fernseher auch und da ging das nicht. Dafür, tatsächlich, ich dachte früher immer, das RGB-Kabel ist nur dafür da, denn damit konnte man dann 60 Hertz Spiele auf dem 50 Hertz Fernseher spielen mit dem RGB-Kabel. Konnte natürlich man weiß das? Ich inzwischen, dass es für bessere Qualität ist, ja. Okay, das wusste ich nicht mal. Ah, damals nicht. Ja, so viel zum Grundgerüst der Konsole. Das war halt krass. Richtig, richtig krass für die damalige Zeit. Und die Spiele waren halt auch großartig. Es gab sehr, sehr, sehr viele gute Spiele. Wie zum Beispiel, ja, Sonic Adventure 2 jetzt als Beispiel zu nehmen, ist halt aber zu der damaligen Zeit war Sonic Adventure 2 schon krass. Und man war halt auch ein bisschen von der Grafik geblendet. Da hat es noch Spiele wie Shenmue, die den Markt revolutioniert haben.
Und es gab halt eine große Auswahl an wirklich, wirklich guten Spielen. Abgesehen von Sonic Adventure 2 und Shenmue fällt mir übrigens auch kein Dreamcast-Spiel ein. Crazy Taxi. Skies of Arcadia. Crazy Taxi war richtig super. Gutes Spiel. Sega Bass Fishing. Fantasy Star Online. Alter, Fantasy Sonic Star Adventure Online 1. War der Shit. Seaman, falls es jemand kennt. Sonic Adventure 1. Grandia 2 kam auf der Dreamcast. Es gab Sonic wirklich, wirklich viele 2. Gute Spiele. Sonic Adventure 2. Resident Evil, Code Veronica. Kam als erstes auf der Dreamcast. Alles sowas. Es gab wirklich viele gute Spiele. Die Dreamcast-Fans werden mir da beipflichten. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gebe weiter an den werten Herrn Mania. So. Ich weiß, was er sagen wird. Ich auch. Und zwar habe ich so gesehen zwei Lieblingskonsolen. Das wäre einmal, Surprise! Die GameCube. Und. Ja, eine habe ich nur die GameCube. Und, Was? Nein, das andere, darüber hatten wir vorhin noch gesprochen, das sollte ich ja nicht erzählen. Das wollte mir keine Handhelds. Keine Handhelds. Deswegen, Handheld fällt raus. Von daher, die GameCube, ganz einfach, weil ich. Die GameCube war so die Konsole, die ich wirklich als erstes besessen habe. Ich hatte zwar eine N64, aber die hatte ich mir so gesehen immer nur geliehen und hatte dann da auch wirklich nur. Smash Bros. Für und sowas. Also irgendwann später hatte ich eine N64, wo aber auch schon eine GameCube hatte. Und das war so mein erstes Ding, wo ich halt wirklich den ganzen Tag vorgesessen habe, wo wir mit 5 Mann haben wir dann... Nein, lass mich ausreden. Ja, ich weiß, welche Geschichte jetzt kommt. Erzähl. Da haben wir Chaugarten gespielt. Was habt ihr in Mario Kart gemacht? Das war auf N64. Was? Ihr habt die Häuser auf N64 gebaut? Wir haben Häuser, wir haben einfach dieses Block, also einmal ganz kurz zu erklären, wir haben Häuser in Mario Kart 64 gebaut. Und, also auf dem N64, das ist, das war dieses Block-Level, wo diese 4 Blöcke waren und jeder hat einen Block bekommen und da konnte man quasi 2 Bananen nebeneinander legen, konnte man sagen, okay, das ist mein Fernseher dazwischen oder das ist mein Bett und sowas alles. Man konnte sich einen Grill bauen und sowas alles. Das klingt ziemlich cool. Ihr wart bestimmt die beliebtesten Kinder in der Klasse, oder? Ich habe dann auch so eine Geschichte. Weißt du, was wir auch mal gemacht haben in Double Dash damals? Ach, wir haben auch Verstecken gespielt. Das heißt, einer hat sich immer versteckt, hat man die Karte zugehalten und muss der eine den anderen finden. Okay. Immer stimmt mit Mario Kart. Es animiert Kinder, dumme Scheiße zu machen. Wir hatten immer, als wir, also Mario Kart Double Dash war super. Das war auch so, Mario Kart, das ist halt das Mario Kart, in dem ich am meisten Zeit drinne. Gelassen habe. Zusammen wie mit Sonic Adventure 2, mit Mario Sunshine, mit Wind Waker damals. Ich glaube sogar Theme Park gab es damals auch, was wir damals mit mehreren Mann gespielt haben. Und Double Dash haben wir zum Beispiel immer den Arsch Boogie Boogie getanzt, wenn wir gewonnen haben. War auch sehr cool. Wir waren komische Kinder. Und das war halt so, also die GameCube ist halt das Spiel, also die Konsole, die ich als erstes besessen habe und die daher in meiner Seele. Dadurch, dass sie mich so mit so viel geilen Spielen geprägt hat, wie Sunshine, wie Wind Waker, wie Sonic Adventure 2, wie Mario Kart Double Dash. Der Wollo kräuselt sich gerade. Ja, wir kräuseln sich alles, Alter. Wir kräuseln sich alles. Kriegt Gänsehaut, ey. Da zählt er die schlimmsten Spiele dieser ganzen Reihen auf, die ich mir vorstellen kann. Wusste ich, dass das kommt. Mario Party 6, 7, das waren auch super Teile. Das war alles richtig gut und Super Smash Bros. Melee. Und deswegen muss ich sagen, meine Lieblingskonsole ist und bleibt die GameCube. Ich habe immer noch eine. Ich auch. Lieber Morgi. Okay, also aus nostalgischen Gründen würde ich eigentlich auch zu dem GameCube tendieren. Allerdings muss ich natürlich auch ein wenig Objektivität an den Tag legen. Ich muss leider sagen, dass der GameCube vielleicht mit vielen Spielen nicht den optimalen Weg gegangen ist. Eventuell unter Umständen. Deswegen würde ich sagen, also, die einen würden sicher, ich denke, viele Leute sind da und die sagen, oh, SNES ist am besten. Ist an sich ein gutes Ding. Ja, komm, Spiele sind unbezahlbar, fick dich mit der Scheiße. Ich sage, die PlayStation 2 ist am besten. Ich meine, der Morgi, der musste irgendwann auch so 15 Jahre alt werden. Dann ist ihm aufgefallen, hey, die PlayStation 2 ist gar nicht mal so übel. Und ich würde sogar bis heute sagen, ich meine, ich muss bei PlayStation 2. Denk nur mal an die Masse von Spielen, die es gibt. Es gibt ja alles. Es gibt eine gigantische Masse, ja. Dass das die Generation von GameCube und PlayStation 2 auch die. Das waren auch die besten 3D-Spiele, meiner Meinung nach. Ich meine, die ganz frühen von N64, PlayStation 1, zum Beispiel Dreamcast, nicht zu vergessen. Die hatten auch ihren Charme, aber die sind nicht alle so ganz so gut gealtert.
und die dann mit Xbox 360 und PS3 kamen, da kam dann der übliche graue Farbton mit rein, wo dann alles irgendwie nur noch gleich war, der sich bis heute noch hält. Ich denke, bei der Zeit von PS2, da gab es auch, es gab Jump and Runs, es gab JRPGs, es gab auch Ego-Shooter, es gab Tony Hawk. Es gab so viele gute Dinge. War super. Darf ich da eine Kleinigkeit kurz mal sagen, was ich so das Gefühl bei der PlayStation 2 zum Beispiel habe? Da habe ich jetzt so, das kann an mir liegen, weil das genau so die Zeit war, wo ich eher so an Mädchen interessiert war als an Videospielen. Ne? Das ist auch so eine Zeit gab es im Leben eines Pornos. Da wurde gebumst. Ne? Pubertät, dies, das, kennst du ja. Und wenn ich so mir die Bibliothek der PS2 angucke, da gibt es so kein Spiel, es gibt wirklich keines. Ich hab echt so das Gefühl, da gibt es kein Spiel, wo ich sage, das würde ich jetzt gerne spielen. Dragon Quest 8. Okay, ja gut. Aber ansonsten Crash Bandicoot 10. Crash Bandicoot Twinsanity. Ich nicht. Da wären wir schon mal bei den JRPGs, wo es noch viele gab, auch insgesamt coole RPGs für die PS2. Auch insgesamt. Ich bin bis heute noch Verfechter davon, dass das. Ich habe auch vorhin, um für die Expertenrunde vielleicht ein Thema aufzuschnappen, da ich auch mal auf Reddit geschaut, was so abgeht. Und da war auch das Cover von Herr der Ringe und. Gott, wie heißt der letzte Teil? Nicht die zwei Türme, nicht die Fährten, sondern. Die drei Könige. Nee, die Rückkehr des Königs. Das ist ein super Spiel. Das ist so ein gutes Spiel, ich werde echt so knapp, wenn ich das sage. Und da habe ich es gesehen. Das war direkt bei Gaming oder so auf so einer Frontpage und da war dann so, Alter, ich sollte ein Remake davon machen. Ich dachte mir, das war so ein gutes Spiel. Mit Online-Modus. Ich hab's halt nie gespielt, aber. Es ist halt wirklich so, wenn du hörst, jemand sagt dir, ja, Herr der Ringe, Rückkehr, ihr merkt doch selber, wie lächerlich das klingt, oder? Natürlich. So, Herr der Ringe, Rückkehr, der ist wirklich geilste Spiel auf der PS2. Es ist gut, weil ich hab's damals auf der Xbox gespielt, auf der ersten Xbox. Mhm. Und das war der Shit, du fängst mit Gandalf an und erlebst die Story und dann kannst das du auch ein bisschen hochleveln und du schlachtest dich durch Massen von Gegnern. Das war das der Shit. Ist ein bisschen wie Hyrule Warriors zum Beispiel, nur mit etwas weniger Gegnern. Und in gut. Hyrule Warriors ist ja gut. Hyrule Warriors ist. Ja, es ist eigentlich wie Hyrule Warriors. Noch besser, könnte man sagen. In noch besser. So eine Art Dynasty Warriors Game. Ja, genau. Jein. Ja, ist es. Jein. Ja, gut, das ist halt noch ein bisschen mehr mit der anderen Dingen. Du hast halt. Aber wir wollen nicht über dieses Spiel reden. Das Ziel ist eigentlich nur. Ja, reden wir mal anders. Reden wir nicht darüber. Können wir ein anderes Mal drüber reden. Genau, PlayStation 2 meiner Meinung nach wirklich die beste Konsole. Einfach wegen der Vielfalt an Spielen, die es da gab es übrigens auch die besten Wrestling-Spiele drauf. Siehst du? Na, aber ich denke mal, wenn man das so betrachtet, wird die PS2 wahrscheinlich auch die beste Konsole sein. Es ist einfach, wenn du eine PS2 holst, du hast die Masse an guten Spielen. Es ging ja nicht um die beste Konsole, es ging ja um die Lieblingskonsole. Richtig, das stimmt. Das stimmt. Deshalb würde ich auch sagen, war's das, ne? Ja. Ich habe nämlich zwei Ansprache am besten. So, natürlich dürft ihr euch uns auch gerne mitteilen, auch wenn wir es, auch wenn es mich natürlich nicht interessiert, aber natürlich dürft ihr uns das gerne mitteilen, welche Lieblingskonsole eure ist. Schreibt es einfach in die Kommentare, damit wir es weiterhin ignorieren können. Es sei denn, es ist der Gamecube und ihr mögt Sonic Adventure 2, dann seid ihr cool drauf, sonst ignorieren wir es einfach. Wünsche euch noch einen schönen Abend, gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht.